So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei No Man's Skies. So, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt schauen wir mal hier. Bandai Namco. Ja. Das ist halt viel, das müssten wir... Ich nehme es mal mit auf. So. Ja, warte mal. Startschubdüse hat er, ne? So, eine Gelee könnten wir doch eigentlich herstellen, oder? Jo. Dann könnten wir das wenigstens reparieren. Hermetisches Siegel Metallplatte. Können wir... Aber was kostet, ne? Okay. Metallplatte können wir nicht machen, ne. Okay. Ja, das braucht ja erstmal nur Startschubdüse, das ist ja alles IO. Und den Rest... Den Rest müssen wir später mal... Ah, fuck, jetzt hat er das zum primären Schiff genommen, ne? Scheiße. Dann machen wir das ganz einfach jetzt. Wir müssen sowieso los. Das kleine rote. Ich nehme mal hier die Bertha wieder, ne? Da müssen wir mal eine Folge machen. Obwohl, die Bertha ist gerade da. Wir brauchen da wahrscheinlich auch alles Mögliche für, ne? Dass wir nach und nach die... Ich schaue nochmal kurz. Dass wir nach und nach die Raumschiffe... ja, brauchen wir auch Chlor für... Platin, Gold, ja, ja, ja. Ich würde aber erstmal das eine Schiff reparieren, ne? Hallo? Das eine Schiff und dann das Schiff, ne? Dass wir da mal eine Folge machen, dass wir nur reparieren. Oder schauen, dass wir es repariert bekommen. So. Dann einmal... zum Treffpunkt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich pack das. Ne? Nein, nicht nein. Oh, ich wollte es markieren. Verdammt nochmal. Nicht genug schreibt. Ja, scheiße. Kann ich das herstellen? Nee, ne? Metallplatten brauche ich eine. Das heißt, wir brauchen wieder... Ah. Das ist doch echt manchmal echt zum Kotzen hier. Ferritstaub. Oh, da haben wir noch eine Raumstation. Warte mal, hatten wir die schon mal? Ah, Observatorium, da waren wir, glaube ich, schon 1000 Mal drin, ne? Hier haben wir nochmal verdichteter Kohlenstoff, sehr schön, den können wir auch mal gut gebrauchen. Und wir müssen mal ein Planeten finden mit aktiviertes, aktiviert. Wir müssen halt echt mal so, Weißt du, was ich jetzt mache? Pass auf. Jetzt reicht's mir nämlich. Kreaturkugeln. So. Das wollten wir doch alle, oder? Das wollten wir doch alle. Honig herausholen. Oh, nice. Nice. Ja, geil. Bleib hier! Sanft streicheln. Ja. Ja, du armes Ding, du, ne? Ja, du armes Ding, du. Ja. Ja. So, Aussehen anpassen. Können wir nur hinten den Rücken... Oh Gott. Frachttonne. Mini-Pakete. Fläschchen. Vital. Satellit. Ah, der Satellit ist... Der Satellit ist echt geil. Solarbatterie, Rüstung... Motive können wir auch noch nehmen. Ich mach mal hier, ne? So, so.
Und dann so. Geil. Und jetzt, was wir natürlich alle wollen, ist das hier, ne? Ah, geil. Oh Gott, wie geil ist das denn? Ja. Ja, wie geil ist das denn? Aua. Ah, wie schön mit der satteligen Schüssel hinten drauf. Okay. Huch. Wir brauchen jetzt erstmal Ferritstaub. Aber wir können. Schade, dass wir da nichts lagern können, ne? Wenn das so ein Dings drauf hat. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das wäre mal auf jeden Fall. Reines Ferrit, Kohlenstoff, egal, komm, ich nehme den mal mit. Den dicken Brummer hier. Geode, nice. So, Kohlenstoff. Das brauchen wir alles, ne? So, Ferritstaub. So, Ferritstaub da. Hitzewarnung, ja, ja, ja. So, haben wir genug? Ja, nicht in Reichweite, ich weiß. Warte mal, wo ist denn das Schiff? Oh ja, oh ja. Dein ist das Schiff. Oh, guck mal, ich kann unter die Map gucken. Nice. So. Wie geil ist das? Guck mal, mein Umhang. Boing, boing, boing. Wie geil ist das denn bitte? Geil. Ah, ich finde No Man's Sky ist einfach so mega. Atello Games. Geile Sache. So, pass auf. Was wir herstellen wollten. Metallplatte. Können wir. Dann einmal so Moped. Und einmal so Moped. So. So, und jetzt. Ab dafür. Tschüss. Und dann erstmal in die Richtung fliegen und dann drücken wir nicht direkt E, ne? Habe ich jetzt einfach mal gemacht mit dem Begleiter, ne? Ja, ein neuer Freund. Oh ja, oh ja. Wo ist denn das? Huch, Hilfe. Da hinten. Ich gebe mal Gas. Ist aber nicht. Ist das auf dem Planeten? Muss ja, ne? Schauen wir mal. Jetzt ist das. Jetzt weiß ich auch, warum das ein Totenkopf ist. Weil die Wächter uns angegriffen haben. Verfallener Frachter. Oh nein, bitte nicht. Warte mal. Schnell so. So. So, den haben wir schon mal gut gegeben. So, ciao. Kollege Schnürschuh. Ja, der geht automatisch hinterher jetzt, ne? So. Ciao. Und tschüss. Weg mit dir. Oh Gott. Hier geht richtig die Party ab. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hallo, hallo, hallo. Wo ist er? Da. Mist. So, warte. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. So, wo ist er? So, ciao. Weg mit dir. Oh Gott. So. Scan. Eingehende Nachricht. So, schauen wir mal. Du willst uns folgen, deine Freiheit ergreifen, die großen Lügen des Atlas ablehnen. Wir werden sehen, ob du der Stimme der Freiheit würdig bist. Stelle dich, weise den Ruf zurück, stelle dich dem Ruf kommen. Ich höre nur ein Rauschen als Antwort, ein leises Lachen im Rauschen. So, jetzt geht die Party bestimmt noch mal ab, ne? Oder?
Nein, nicht. Folge der Stimme der Freiheit. Okay. Warte mal, können wir hier, wenn ich jetzt mal hier ranfliege? Das ist schon mega, ne? Weil das sieht aus, als wären das Sachen, die wir mitnehmen könnten. Aber ich glaube nicht. Nein. Okay. Hier haben wir weiter nichts. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal wieder... Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das hier gebacken kriegen, ne? So. Dann fliegen wir mal da in die Richtung. La la la, die Stimme der Freiheit. Die Stimme der Freiheit. Ist auf einem anderen Planeten, glaube ich. Ah, ne, ist wieder auf unserem Planeten. Okay. Das ist immer auf unserem Planeten. So, ich mach mal kurz den, damit ich besser sehen kann, ne? So, Rainer. So, wo ist denn die Stimme der Freiheit? Wo ist denn der Kollege? Da unten. Schauen wir mal. Die Stimme der Freiheit hier wird bestimmt... werden bestimmt Gegner sein, hundertprozentig. So. La 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 la. La 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 la. Doch in die Richtung, oder was? Okay. Ja, da sind noch abgestürzte Zeit. Ich geh mal schauen. Weil ich weiß nicht, was man da drin alles finden kann. Und wie worthless die sind. Vielleicht kann es sein, dass wir da Sachen finden, die wir... die wir eigentlich für teuer Geld kaufen müssten. Weißt du, was ich meine? So. Hm? Okay, Nanit, auch nicht schlecht. So, hier irgendwo war noch einer. Da. Aua. So, ciao. Und was kriegen wir? Bestimmt wieder auch Nanit, ne? Jo. Gut, Nanit nehme ich gerne mit. Dann einmal hier machen wir uns mal bequem, ne? Wir können es ja jetzt. So, aua. Und da... warte mal. Geradeaus, ne? Geradeaus müssen wir. Dann schauen wir mal mit dem Rover. Mit dem Rover. Vielleicht sehen wir ihn auch gleich schon, ne? Kann ja sein. Da vorne, da haben wir ihn. Das müsste es sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ich steig mal nochmal hier aus. Jo, das ist es. Das ist es. Ich mach schon mal den hier. Weil ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Ich speichere vorher nochmal. Speichern und kartieren. Mal. Doppelt hält besser. Antimateriegehäuse, sehr schön. Raumschiff außer Reichweite, ja, ich weiß. So, Navigationsdaten nehme ich auch gerne mit. Nanit, sehr nice. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? So. Dann kommt das nämlich auch hier hin. Und dann schauen wir uns das mal hier an. Okay. Hier haben wir auch noch was. Verdichteter Kohlenstoff. Das hört sich nicht gut hier an. Oh, hallo. Okay. Atlas Pass 2, ja, siehst du mal. Und da vorne wahrscheinlich genau dasselbe.
Das wollte ich nicht, wollte ich ihn machen. Gut. So, warte mal, ich rede erstmal mit ihm, bevor er jetzt abhaut. Die freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sich die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Korvax, Entität. Bababa, bababa, Hilfe. Organisch. L'Oreal. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bitten an und zeigt mit einer einzigen langsamen und verzweifelten Bewegung auf meine gesammelten Ressourcen. Ich glaube Kohlenstoff, ne? Die Entität führt das Element langsam und unter Schmerzen in einen Steckplatz in ihrer Hüfte ein. Die Hülle wird teilweise wieder mit Energie versorgt. Der Korvax nickt höflich, scheint sich jedoch ein wenig zu schämen, mit eine solche Bitte gestellt zu haben. Er bereicht mir zum Dank ein Geschenk. Okay, Nanit, nice, danke dir. Ansehen verbessert auch, sehr schön. Gut, Codium haben wir leider noch nicht, sonst könnten wir hier auch noch rein. Warte mal, ich nehme das auch nochmal mit hier. So, Fokus des Interesses, sehr nice. So. Ruhmreicher Überlebender, willkommen. Der Pfad zur Freiheit ist, werden unsere eigenen Meister sein. Frei von der roten Illusion. Ein Himmel für die Starken. Nach dem Ende der Übertragung beginnt das Terminal einen Sicherheitspass auszudrucken. Offenbar eine Einladung, diese Stimme der Freiheit zu treffen. Eintrittskarte in die Freiheit. Okay. Nice. Da. Das heißt, das soll dein sein. Ein sicherer Systempass, den du von der Stimme der Freiheit erhalten hast. Wähle den Pass aus und verwende Einladung annehmen. Machen wir. So, machen wir. Ist das? Okay. Miau, miau. So, Region des Planeten. Wird. Wo ist er denn jetzt? Hier zu deinem Raumschiff zurück, okay. Wollten wir das nicht eigentlich mit Artemis machen? Wir brauchen auch unbedingt Codium und so, ne? Und aktiviertes Kupfer und allen Schickimicki und so. So. Fliege ins All, um die Galaxiekarte aufzurufen. Machen wir mal. Dann machen wir das mal. So. X. Und folge dem Missionspass mit Dings, okay. Okay. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Nee, was hat denn jetzt? So, mehr. Warte, da. Jetzt war doch gerade Stern auswählen. Jetzt ist. Da. Da. Mehr. Ah, jetzt verstehe ich das hier. Und da hinten müssen wir hin. Außerhalb der Sprungweite. Okay, dann müssen wir erst dahin, ne? Dann warpen wir uns erstmal dahin. Ich muss auch mal schauen, ob wir noch genug Energie haben, um allgemein zu warpen, ne? Wenn nicht, muss ich mir noch mal ein paar Zellen erstellen. Das wird wieder sehr schrecklich werden. Gut, dass wir die Hyperantriebkerne verkauft haben. Ja, da waren wir sehr schlau. Der ein oder andere hat sich bestimmt schon aufgeregt. Warum macht er so einen Scheiß? So, Himmelskörper, 4 Planeten. Okay. Ciao. Kann ich mal scannen? So. Nochmal scannen. Kupfer, Mordit, Kobalt, hohe Wächter, Mordit, okay. Da haben wir eine Raumstation. Warte mal, ich mach mal kurz nochmal den hier.
Dann können wir vielleicht die Planeten besser sehen. Ich will nur mal gucken, ne? So, hier haben wir einen Planeten. Nein. Was hat er? Kupfer, Pyrit, magnetisiertes Ferrit, okay. Okay, da hinten ist auch noch einer, glaube ich. Jo. Kupfer, Uran, Kobalt. Da müssten wir eigentlich hin wegen Uran, ne? Mist. Ja, da müssten wir eigentlich hin wegen Uran. Wie viel haben wir noch Warp-Geschwindigkeit? Achso, scheiße, ist kaputt, oder was? Mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen hier? Warum ist das kaputt? Ah ja, wahrscheinlich vom Battle vorhin, ne? Ja, fuck. Aufladen, Warpzelle. Was brauchen wir denn nochmal für eine Warpzelle, sag mal? Gehäuse, Antimaterie. Dann mit Gehäuse hatten wir auch nochmal. Hatten wir das hier im Anzug? Analysieren. Wo ist denn das Gehäuse? Keine Ahnung. Aber wir können... So, und dann können wir mal... Na? Okay, pass auf. Haben wir hier irgendwo noch einen Planeten? Hier, der sagte ja, hier wären 4 Planeten. Jetzt aber nur 3 gesehen. Das ist kein Planet da vorne, ne? Die Frage ist, können wir das zerstören, ne? Und was bringt es uns? Tritium, sehr nice. Da den Planeten hatten wir. Kann sein, dass der Planet hier hinter... Ah, da ist er doch. Oder ist das der andere? Der von vorhin. Das ist der von vorhin. Kann sein, dass der Planet dahinter ist, ne? Hinter dem Moped. Das kann sein. Okay, pass auf. Galaxiekarte. Aha. Also, dann müssen wir da hin. Da müssen wir hin. Mehr? Warum geht das denn nicht? Hm? Also. Achso, warte, ja, ich muss ja. So, ne? Und dann einmal hier hin. Uiuiuiuiuiui, wir wurmen hier ganz schön viel durch die Gegend, du. Wie gesagt, 17 Trillionen oder Trilliarden Planeten. Also ist keine Chance, dass wir jeden Planeten erforschen können. So, Reisemarschein erreicht. Vorhutstatus in Weltraumerkundung. Vorhut, 5-mal geworbt, yo. So, was haben wir hier? Haben wir auch nochmal eine... Sag mal, was? Willst du mich verarschen oder was? Junge! Junge, was ist denn jetzt los? Junge! Piraten! Alter, fuck. Ich werde hier gerade richtig auseinandergenommen, ne? Warum fliegt er denn da hin? Alter, ich werde hier gerade richtig auseinandergenommen. Das ist ein riesiges Schiff, oder was? Keine Ahnung, was hier anvisiert. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, das große Schiff sind keine Piraten, ne? Wie Crimson Fleet-like. So. Weg mit den Kollegen, komm. Komm, Baby. Wo ist es? Komm her. So, ciao. Junge, was ist denn hier los? Aber ich glaube, da sind welche, die mir helfen, ne?
Ja, ich glaube, da sind welche, die mir helfen. Alter. Gerade repariert, gleich schon wieder kaputt. Junge, Junge, Junge. Ja, die helfen mir. Sehr gut. Irgendwo haben wir noch eins, oder? Nee. Junge, Junge, Junge. Was ist jetzt los? Admiral Rottgüttel. Oh, Lebensform. Ah. Bitte, Doc, für Hilfe. Die Lebensform, bei der es sich um den Kapitän des Frachters handeln muss, scheint sichtlich erleichtert. Mit Handzeichen heißt sie mich an, wohl, an Bord willkommen. Okay. Lande in den Führungsfrachter und sprich mit dem Captain. Deine Hilfe wird belohnt werden. Oh, das machen wir ja direkt nochmal. Warte mal, wo ist denn der Frachter? Da, ne? Warte mal. Fehlgeist. Aber wo können wir denn hier landen? Da vorne oder was? Oder hier? Ja, wo können wir denn landen? Da stand gerade was. Achso, ne. Ich weiß nicht, wo man landen kann. Hier anscheinend auch nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? So, hier unten, oder? Ne, das ist... Huch, sorry. Bin ich angreifen. Das ist das Ding. Das Ding. Ich mach mal scannen. Unbekannter Planet. Okay, den können wir auch noch mal scannen. Alte Knochen. Aktiviertes Kupfer, da müssen wir hin gleich. Aber wie kann ich denn jetzt hier drauf landen, sag mal? Oder unten. Da, ne? Ja, da sieht gut aus. Ja. Nice. Geil. Mega. So, aussteigen. So. Da war der nicht. So, wo ist denn jetzt hier der Captain? Göttlicher Atlas. Der wird wahrscheinlich oben irgendwo sein, ne? Ich könnte auch mit denen reden, ich weiß. Mach ich auch sofort vielleicht. Was hat hier? Huch! Das ist der Captain. Scheint nicht der Captain zu sein. Nein. Captain sitzt ja eigentlich immer meistens ganz oben, ne? Mit dem reden. So. Dieser Korvax fehlt ganz in Gedanken versunken. Seine Maske blinkt, während sein Bewusstsein mit dem des Schiffs verschmilzt. Er scheint ganz von seiner Aufgabe erfüllt zu sein. Okay. Wo finden wir jetzt El Capitano? Da müsste der sein, ne? Das ist bestimmt der Captain. Jo. Hilfe, Reisender. Korvax gibt. Lichtern flackern schnell über das Visier der Lebensform und sie nickt fast unmerklich nach vorn. Sie scheint mir Dankbarkeit zu zeigen. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wollte er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Was? Frachterbasis transferieren? Ich habe ja überhaupt keinen Frachter. Ist das jetzt mein Frachter? Frachter haben mehrere Vorteile, wie zum Beispiel eine portable Basis und ein sehr großes Inventar. Außerdem geben sie die Möglichkeit, Fregatten zu befehligen. Inventarplatz im Hangar des Frachters können zusätzliche Raumschiffe andocken. Kommandiere Expeditionen von der Brücke aus, baue eine Basis an Bord des Frachters. Deine Flotte kannst du über das Flottenverwaltungsterminal inspizieren. Erfahre etwas über die derzeitige Spezialisierung deiner Flotte. Ich bin Commander?
Aussehen anpassen. Scheiße, kann ich noch nicht. Ah. Ah, das kann ich machen. Nice. Ja, speichern. Wie geil ist das denn? Aussehen, Frachterbasis zurücksehen, Basisteile Upgrades. Fregattentreibstoff, 50 Tonnen. Ein kleines Fass mit Fregattentreibstoff. Dieses dickflüssige Gel ist bei Berührung hochgiftig. Ein raffinierter Treibstoff, der die interstellaren Motoren großer Handelsschiffe antreibt. Könnten wir herstellen. Nicht genügend Forschungsmünzen. Nein, jetzt haben wir das Fregattenmodul verkauft. Willst du mich verarschen? Frachterumfärbung. 5000 Nanit. 5000 Nanit. Was? Wir können... Ich bin ja schon mit der Basis überfordert. Ja, leck mich doch fett am Arsch. Willst du mich verarschen, Navigator? Expedition planen und starten. Ah, Reisender Entität. Der Korvax ist erfreut, von einer aufregenden Navigationswissenschaft berichten zu können. Der Korvax hat eine neue Expedition für deine Flotte geplant. Potenzielle Expedition ansehen. Der Navigator berechnet jeden Tag neue Routen. Distanz 4000, Schwierigkeit 2. Handelsexpedition Triumph. Vielleicht mache ich erstmal Schwierigkeit 1. Handelsexpedition in... Ja, komm. Was? Was? Aha. Ah, da. Industrie, Rolle Industrie, das macht keinen Sinn, ne? Fregatten. Schwierigkeit 2. 43 Minuten. Zugewiesen. 50 Tonnen. Ja, können wir noch nicht. Okay, wir müssen erstmal... Und ich habe das Fregattenmodul habe ich verkauft. Wo ist denn der Baubereich des Frachters? Wir haben einen eigenen Frachter. Willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen? Ich habe gerade Gänsehaut. Das glaubst du nicht. Junge. Hallo. Die arbeiten alle für mich. Die metallischen Arme dieser Lebensform sind mit die Wasserstoffgelee bespritzt. Sie summt mit angenehmer Elektronik schon zufrieden vor sich. Okay, die machen alle ihren Job. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt mal ohne Scheiß, willst du mich verarschen? Ich frage dich, genau dich, der gerade dieses Video schaut. Willst du mich eigentlich verarschen? Junge, ich bin einfach fucking Kapitän eines Frachters. Was stand da gerade? Inspiziere den Flottenkommandoraum. In der Anleitung findest du mehr Informationen zu den Flotten. Ein großes Hauptschiff bietet mehrere Vorteile. Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine Flotte von Fregatten zu befehligen. Finde und kaufe Fregatten, um sie deiner Flotte hinzuzufügen. Rekrutierbare Fregatten innerhalb einer Frachtergruppe werden mit einem Symbol markiert. Nähere dich einer rekrutierbaren Fregatte und nutze den Raumschiff-Kommunikator, um Kontakt aufzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Fregatten und jedes einzelne Schiff variiert hinsichtlich der Qualität. Wenn sie nicht auf Expedition sind, erfüllen Fregatten Aufgaben, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Lande auf einer Fregatte, um die Belohnung für diese Aufgabe zu erhalten. Handelsfregatten häufen Reichtum an. Oh, ja. Wissenschaftliche bieten Scans und uralte Artefakte. Versorgungsschiffe generieren Treibstoff und Bergbauschiffe sammeln Rang. Kampfschiffe kommen dir zu Hilfe, wenn du gegen Piraten kämpfst. Wir hatten 5 Fregattenplätze, also ich würde auf jeden Fall 2 Kampfschiffe rekrutieren. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Das ist mega, es ist mega. Gesetzeslose System, okay. Frachter. Wenn du einen Frachter kaufen möchtest, geh an Bord und sprich mit dem Kapitän.
Solltest du einen Frachter von Piraten retten, kannst du ihn zu einem günstigen Preis kaufen. Von einem Planeten aus kannst du deinen Frachter mit dem Schnellmenü in dein aktuelles System rufen. Nice! Spieler mit Frachtern können bis zu 9 Raumschiffe besitzen. Was? Kaufe Schiffe, sobald sie am Frachter andocken, um sie an Bord zu lagern. Was? Warte mal, um sie an Bord zu lagern. Ah. Der Frachter besitzt fortgeschrittene Warp-Leistungen. Greife mit der Karte auf der Brücke auf die Galaxiekarte zu. Frachter besitzen große Inventare, Frachterplätze können größere Stapel und als alle anderen Inventararten fassen. Du kannst mit G Gegenstände von deinem Inventar in deinen Frachter transferieren. Sprich mit dem Kapitän, wenn du auf gelagerte Objekte zugreifen möchtest. Größere, teure Frachter bieten die größten Inventare an. Alter, willst du mich verarschen? Das haben wir ja schon gelesen, ne? Beim Kapitän. Ich schau nochmal. Admiral! Wie sieht's aus? Übertrage Gegenstände zum Frachter. Der Frachter hat große Plätze. Warte mal, Silber hat er, Gold hat er. Deuterium, komisches Material. Ach so, aus dem Raumschiff-Inventar. Ja, ja, okay. Verstehe. Gib mal her, wa? Gib mal alles her. Ja, der ist, Ey, wie geil ist das denn? Warte mal, wo geht's hier hin? Okay, hier geht's wieder hin. Wo ist denn... Ich würde gern wissen, wo man bauen kann. Warte mal, ist das wieder dieselbe Richtung? Theoretisch nicht, ne? Oder? Okay, man landet wieder hier. Wo kann man denn bauen? Das ist mega geil. Oh, die Folge hat schon 40 Minuten. Oh, okay. Ja, sorry, ich hab nicht auf, ne? Dann halt ein bisschen Überlänge heute. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.